Nur frech kommt bekanntlich weiter, reagiert Microsoft deshalb so im Hinblick auf seine Update- bzw. Upgrade-Politik? Hallo meine Freunde, Sonne und Söhne Satans, werte Damen und Herren. In diesem Video möchte ich näher auf die Update-Politik von Microsoft eingehen. Anlass dazu ist eine Änderung im Microsoft Windows Update auf Windows 10. Dazu gibt es ein paar Dinge, die mich beschäftigen. Allerdings möchte ich vorher auf einen anderen Punkt eingehen, und zwar dem Support-Ende von Windows 7, welches bereits Mitte Januar angekündigt wurde. Genau genommen wurde der Mainstream-Support von Windows 7 bereits am 13.01.2015 eingestellt. Das heißt, die ersten 5 Jahre von Windows 7 sind bereits abgelaufen. Der Support geht so langsam für Windows 7 dem Ende zu. Im Endeffekt heißt das, 2020 werden keine Sicherheitslücken mehr für Windows 7 geschlossen. Aber erst, was ist ein Mainstream Support? Ein Mainstream Support, das ist nichts weiter als das Ausbügeln von Kosmetikfehlern, Designänderungen, das Einführen neuer Funktionen und alle Verbesserungen am Betriebssystem, die nicht sicherheitsrelevant sind. Das wurde eben alles mit dem 13. Januar diesen Jahres, 13. Januar 2015 eingestellt, und bis 2020 werden lediglich nur noch die sicherheitsrelevanten Lücken im System geschlossen. Für Windows 7. Nun ist seit ein paar Monaten bereits Windows 10 auf dem Markt, und es gibt die Möglichkeit, kostenlos sein System von Windows 7 oder Windows 8 auf Windows 10 zu aktualisieren. Nun, da gibt es eher ein paar datenschutztechnische Probleme, und es ist auch fraglich, ob man wirklich so naiv sein sollte, dass das Ganze wirklich kostenlos ist. Ich muss sagen, ich persönlich habe Windows 10 auf meinem kleinen Netbook installiert, welches mittlerweile als Testrechner läuft, und ich wäre lieber bei Windows 7 bzw. Windows 8 geblieben. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Mein Problem mit Windows 10, das muss ich gleich mal vorweg sagen, mit Windows 10 habe ich an sich kein Problem. Es läuft so, wie es soll, ja. Ich habe allerdings ein Problem damit, wie das Upgrade-System funktioniert. Und zwar bei Windows 7 beispielsweise gab es ursprünglich die Variante, dass man erstmal sich eine Lizenzkopie, also ein Nutzungsrecht, sichern konnte. Kostenlos. Über die Website zum Beispiel. Da hat sich dann natürlich erstmal jeder Raubkopierer gefreut. Schließlich gab es dann plötzlich ein Betriebssystem, ein Windows-Betriebssystem, welches man einfach so für lau nutzen konnte. Aber die Vorfreude hielt nicht lange an, denn schon bald kam heraus, dass Microsoft den Computer auf Raubkopien untersucht. Das heißt, sämtliche raubkopierten Spiele werden nach und nach erkannt und unnutzbar gemacht. Das ist nur zu logisch, denn Microsoft möchte auch an den Programmverkäufen verdienen. Ohne Frage ist das Vervielfältigen von Software und Co. strafbar. Und ja, es sollte auch verfolgt werden. Allerdings finde ich es persönlich fragwürdig, und ich schätze, da wirst du bzw. werden sie mir zustimmen, ob Microsoft wirklich den kompletten Computer durchsuchen kann, alle Dateien durchsuchen. Auf vielen persönlichen Computern, also PCs, sind garantiert auch sensible Daten drauf, die Microsoft einfach nichts angehen. Sei es denn nun die Morddrohung an deinen Chef, weil er dich fristlos und zu Unrecht gekündigt hat, oder eben der Amateurporno mit deiner Freundin. Naja, du weißt, was ich meine. Die müssen ja auch durchsucht werden, um festzustellen, ob dabei eine Raubkopie ist oder nicht. Nun, wie genau der Algorithmus von diesem Raubkopien erkennen nun wirklich ist, das verrät Microsoft natürlich nicht. Da werden sie schön doof, weil dann wäre alles für die Katze. Vater Thomas wüsste dann zum Beispiel, wie er für seinen 13-jährigen Sohn Battlefield installieren kann, um seine Ruhe zu haben. Aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass der komplette Computer durchsucht wird, und das ist eben datenschutztechnisch verwerflich. Dann gab es die Möglichkeit, dass es über das Windows Update alles funktioniert. Da wurde zunehmend dann nach ein paar Wochen das Windows 10 Update einfach mal so ohne nachzufragen auf den heimischen Computer installiert. Vorausgesetzt, man hatte alle Windows Updates bereits installiert von Windows 7 oder Windows 8. Der Verbraucherschutz vom Baden hat daraufhin nach einigen Beschwerden der Verbraucher Microsoft darum gebeten, das Ganze auszubessern. Microsoft hat daraufhin leider nicht reagiert, und nun hat eben der Verbraucherschutz gegen Microsoft geklagt. Was dann jetzt nun weiter rausgekommen ist, ob bereits eine Entscheidung gefallen ist oder die erst noch kommt, das kann ich euch leider an der Stelle nicht sagen. Soweit habe ich noch nicht gelesen. Allerdings wollte ich nur sagen, ob das jetzt nun datenschutztechnisch legitim ist, dass die 6 GB bereits im Vorfeld runtergeladen werden, das mag jeder für sich selbst beurteilen.
Für mich ist das noch kein Problem. Für mich ist das Problem, dass nicht jeder sich ein 100.000er Leitungsbeispiel leisten kann, so wie ich als YouTuber, wo ich die Leistung eben dementsprechend brauche. Und die 6 GB dementsprechend auch nicht gerade innerhalb von einer Stunde runtergeladen werden und das immer und immer und immer und immer wieder. Als Beispiel sind dafür auch UMTS-Sticks zu nennen oder eben ganz normal 16.000 Leitungen und so weiter und so fort. Das Problem ist auch, dass nicht jeder Nutzer unbedingt 6 GB jedes Mal zur Verfügung stellen möchte. Sei es denn nun, weil die Festplatte sowieso schon randvoll ist und da eigentlich noch ein anderes Spiel raufpassen könnte für 6 GB. Was fällt mir dabei ein? Vielleicht The Witcher. Wie viel das nimmt. Auf jeden Fall könnte da ein modernes Spiel locker für 6 GB raufpassen oder eben, ja, eine ganze Menge an Datenbackup. Und das ist mein Problem. Erstens, der Nutzer weiß gar nicht, dass er überhaupt was im Hintergrund runterlädt. Das System bzw. die Internetleitung wird unnötig verlangsamt. Der Download an sich ist schon langwierig genug, wenn du nicht die entsprechende Leistung hast oder wenn sie nicht die entsprechende Internetleitung haben. Und es nimmt einfach nur unnötig viel Speicherplatz weg. Das allein ist schon ein großes Problem für mich. Als wäre das noch nicht genug, gibt es derzeit neuesten die Möglichkeit, möchten sie jetzt oder heute Nacht auf Windows 10 upgraden. Nun, ungesagt, da gibt es noch eine dritte Option, nämlich dieses kleine weiße Kreuz in einem kleinen roten Kästchen oben am Fenster. Ich glaube auf der rechten Seite, wie üblich. Wenn man nämlich darauf klickt, dann macht Microsoft Windows erstmal nichts. Zumindest erst einmal und dann wirst du wahrscheinlich innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder genervt. Möchtest du jetzt sofort oder erst heute Nacht, wenn du schläfst und ich das machen kann, was ich auch möchte, upgraden. Nun, wie gesagt, ich habe Windows 10 auf meinem MacBook drauf und ich kann nur sagen, ich hatte das davor als Schulrechner, also für Präsentationen in der Schule immer mitgenommen und genutzt und da lief mein MacBook einfach tadellos, hast den gestartet, innerhalb von 15 Sekunden war das Ding hochgefahren und das Ding lief wie am Schnürchen, ohne Probleme, ohne Wartezeiten. Das war mit Windows 8 im Übrigen. Ja, dann habe ich ihn jetzt auf Windows 10 geupgradet, kurz nach Release und da sind auch ein paar Updates jetzt mit drauf. Ich habe längere Wartezeiten, aber laut Systemvoraussetzungen ist das alles in Ordnung. Nun, da denke ich mir, wäre ich doch lieber bei Windows 8, optimalerweise sogar noch bei Windows 7 geblieben. Ein weiteres Problem, was ich mit Windows 10 habe, ist der Datenschutz an sich. Nicht nur, dass du das Problem hast, dass das Upgrade unbedingt sofort heruntergeladen werden muss, ohne deine Zustimmung. Nein, selbst wenn du eben bereits Windows 10 installiert hast, hast du das Problem, dass, wenn du nicht aufpasst, immer wieder Daten gesammelt werden und an Microsoft geschickt werden. Natürlich ist das System kostenlos und jetzt wisst ihr auch warum. Denn Microsoft braucht natürlich Testkandidaten, wie denn das Ganze am besten funktioniert, möchte das Nutzerverhalten analysieren, dazu brauchen sie Daten und so verdienen sie sich auch ihr Geld, indem sie nämlich einige dieser Daten hoffentlich anonymisiert verkaufen. Ich verstehe also nicht, warum Microsoft so sehr darauf drängt, dass wir alle unbedingt Windows 10 brauchen, aber mein Tipp ist es, wenn du oder wenn sie mit Windows 7 zufrieden sind, beziehungsweise Windows 8, was nur 11% des Marktanteils sind mit Windows 8, dann bleiben sie bitte erstmal dabei. Bis 2020 haben sie bei Windows 7 auf jeden Fall Zeit, um sich umzuentscheiden, denn immerhin will Microsoft ja auch, dass wir unbedingt bei Windows 10 bleiben, weil das ja so super toll ist. Auf der Website steht zum Beispiel, Windows 10, sie werden es lieben. Ich möchte bitte schön immer noch selber entscheiden, was ich lieben werde oder nicht. Ich bevorzuge dann lieber meine Freundin und nicht unbedingt irgendeine Software aus Nullen und Einsen. Das hier soll weder ein Hate gegen Windows 10 sein. Ich möchte euch nur meine Meinung präsentieren und die ist ganz einfach. Bleibt bei eurem derzeitigen Betriebssystem. Wie gesagt, bis 2020 habt ihr bei Windows 7 Zeit. Auch danach könnt ihr noch Windows 7 natürlich benutzen, auch wenn dann eben keine neuen Sicherheitsupdates mehr rauskommen werden nach 2020. Was ist eure Meinung dazu? Welches Betriebssystem nutzt ihr? Habt ihr schon Windows 10 installiert? Könnt ihr das weiterempfehlen? Was sind eure Probleme damit? Denn nichts ist perfekt, das wissen wir alle. Auch ich bin nicht perfekt. Und da wären wir schon wieder beim nächsten Thema. Wenn ihr mehr als ein Video von mir kennt, was euch so sehr gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da. Schaut euch auch ruhig unter meinen 131 weiteren Videos um. Dabei sind nicht nur Let's Plays, sondern auch eben ein paar Tutorials und Let's Talks und ja, was mir halt sonst noch in den Sinn kommt. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, vielleicht auch mit deinem Themenvorschlag. Bye, bye.